Beharrlich dreht die Eisenbahn mit dem vertrauten Rattern ihre Runden. Baukräne arbeiten sich an angehäuften Bergen von Kronkorken ab und die Kinder interessiert all das besonders. Der vergangene Sonntag im Waldeckischen Spielzeugmuseum in Massenhausen war gewiss kein normaler Öffnungstag. Denn Lego-Fans kamen am 3. Advent voll auf ihre Kosten. Der Grund? Nick Kesting und Andreas Winkler präsentierten ihre weit über 100 Lego-Modelle. Das Besucherinteresse war groß und besonders die jungen Gäste schauten interessiert zu, wie Bagger, Kran und Zug sich fortbewegten. Seine Lego-Begeisterung erklärt Andreas Winkler einmal selbst. Auch von klein auf immer mal so was geschenkt bekommen und selber geguckt. Weil ich ja früher noch die Spielläden, konnte man ja nur durchgehen, gab ja noch welche. Und wieso jedes Kind hat auch, oh, will ich haben. Ja gut, kriegst mal eins und dann immer mehr. Und wenn man älter wird, werden die Modelle vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller, aber... Etwa 20 Arbeitsstunden steckt Andreas Winkler in einem Baukran dieser Art. Die anstehenden Weihnachtstage eignen sich dafür besonders gut. Wie Winkler wird auch Nick Kesting über die Feiertage experimentieren und bauen. Er schätzt an Lego eines besonders. Ja, also wir sind einmal die Technik und das Vielseitigkeit im Gegensatz zu Playmobil, sage ich jetzt mal. Da kann man halt alles draus bauen, das was man gerne möchte und seine Kreativität halt ausleben. Die Ausstellung am Sonntag war ein großer Erfolg. Und wer weiß, vielleicht ist sie beim nächsten Mal durch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk erweitert worden.